Als kleine Info, dieses Video ist nur für Spieler, die auf den Fortopia-Servern spielen. Wenn ihr aber ARK auf dem PC spielt und habt Interesse daran, bei den Fortopia-Servern zu spielen, schaut auf der Homepage vorbei, der Link ist in der Beschreibung. Moin Leute, willkommen zum zweiten Teil des Wirtschaftssystems der Fortopia-Server. Heute möchte ich euch gerne erklären, wie ihr Waren selber verkaufen könnt oder bei anderen Spielern einkaufen könnt. Dann noch, wie das Premium-Währungssystem funktioniert. Und als guter Letzt noch die Potion und Buffs funktionieren, wie man sie kaufen kann und was sie so bringen. Wir starten mal mit den Verkaufstischen. Die Verkaufstische sind dafür da, wenn ihr selber als Spieler Waren verkaufen wollt oder bei anderen Spielern einkaufen wollt. Diese Tische könnt ihr hier im Shop unter Shop-Tische kaufen. Da gibt es drei verschiedene. Da gibt es einmal die Advanced Player Table, dann gibt es die Cooled Player Table und es gibt die Dino Table. Ganz wichtig, pro Tribe könnt ihr jeweils immer nur einen dieser Tische jeweils haben. Also ihr könnt alle drei haben, aber jeden halt nur einmal. So, ich will euch mal ganz kurz die drei Table erklären und zeigen. So, wir fangen mal an mit dem ganz normalen Player Table, also Advanced Player Table. So, ihr habt jetzt die Möglichkeit, hier hinzugehen und haltet E gedrückt, geht auf das Owner Inventory. Legt dann zum Beispiel, ich nehme jetzt mal die Kryo-Kapsel hier rüber und klickt auf die Kryo-Kapsel drauf und macht einen Create Contact. So, jetzt könnt ihr festlegen, wie viel soll die Kryo-Kapsel denn kosten. So, jetzt sagen wir, eine Kryo-Kapsel kostet 5 Topi-Coins und es ist immer nur eine Kryo-Kapsel, also nicht mehrere. So, dann könnt ihr auch hier festlegen, ob der Autokontakt bei den gleichen Sachen, wenn ihr sie reinlegt, immer gleich sein soll. Machen wir jetzt mal nein. So, dann haben wir den jetzt hier angelegt. Und wenn jetzt Spieler hier hingehen würden und würden einfach nur auf das Custom Inventory gehen, dann würden sie hier das so sehen, können hier auf die Kryo-Kapsel gehen und sehen, oben eine Kryo-Kapsel kostet 5 Topi-Coins. Ihr würdet auf Buy gehen und würdet die halt dann kaufen, wenn ihr das bei anderen Spielern seht. Da könnt ihr im Prinzip alle Sachen reinlegen, die ihr verkaufen wollt. Dann gibt es noch den coole Player Table, das ist der hier. Und der ist im Prinzip ein Tisch, also der Advanced Player Table, plus einen Kühlschrank zusammen. Das heißt, wenn dieser jetzt Strom hätte in dem Fall und ihr würdet hingehen und geht auf das Owner Inventory und würdet jetzt hier zum Beispiel Fleisch rüberlegen, wo schon was drin ist. Seht ihr, normalerweise hält ja Fleisch 5 Minuten, bei uns im Inventar jetzt natürlich nur auch, weil der Tisch hat jetzt gerade keinen Strom. Aber sonst würdet ihr hier Sachen verkaufen, die verfallen können, wie zum Beispiel Fleisch, aber auch schockierende Narkodarts als Beispiel, oder natürliches Gift, die ablaufen können. Da müsstet ihr einfach eine ganz normale Stromquelle anschließen, wie einen Stromgenerator mit Steckdose oder einen Tech-Generator. Und dann würde der hier halt Strom haben. Ihr würdet auch sehen, dass unten diese grünen Leuchten dann leuchten würden. Und hier wäre auch das Gleiche. Ihr geht auf Owner Inventory, klickt auf das Fleisch, macht hier einen Preis und sagen wir zum Beispiel 5, kosten hier 20 Fleisch und würdet das ja auch anlegen. Und zack, hättet ihr dann auch den ganz normalen Kontakt hier auch hergestellt. Dann gibt es noch den Dino Table. Und im Dino Table könnt ihr natürlich Dinos verkaufen. Das ist natürlich irgendwie auch klar. Wenn ihr hier E gedrückt haltet und geht auf das Owner Inventory, habt ihr hier in der Mitte Create Contact direkt stehen und dann seht ihr eure Dinos, die in der Nähe sind. Ganz wichtig, sie müssen 60 Meter in der Nähe dieses Tisches stehen, dass ihr sie auswählen könnt. Dann nehmen wir jetzt mal als Beispiel den Element Gacha. Wir sagen, also ich habe im Prinzip Element Gacha genannt, dass man weiß, wie er heißt. Also, ihr seht den Dino-Namen auf jeden Fall hier. Ich sage, der kostet ja 250 Topi-Coins. So, und dann seht ihr hier Element Gacha 205. Man sieht auch seine Werte, was echt gut ist für Züchter zum Beispiel. Da könnt ihr die Werte des Dinos sehen. Ob es euch überhaupt für euch interessant ist, ob ihr sagt, der Damage-Werte so, den brauche ich vielleicht gar nicht, weil ich damit den Rex halt doch nicht kaufen. Das würdet ihr alles auf jeden Fall sehen. Und ihr seht auch bei den Dinos oben drüber diese kleinen Goldmünzen, also die Topi-Coins. Das heißt, wenn ihr bei einem Spieler in die Base geht, dann seht ihr zum Beispiel so, okay, der Gacha wird verkauft und dann seht ihr oben dieses Symbol und geht dann an den Dino-Table und könnt ihn kaufen, wenn er von euch von der Farbe zum Beispiel gefällt. Also könnt ihr im Prinzip auch selber, wenn ihr Dinos verkauft, sich schön ausstellen und die Leute wissen, welchen Dino sie kaufen. Ganz wichtig ist auch dazu zu sagen, dass ihr die Dinos natürlich irgendwo hinstellen soll, wo Leute auch direkt mitnehmen können. Weil, wenn sie diesen jetzt hier kaufen würden, auf diesen Custom Inventory und würden jetzt hier zum Beispiel den Element Gacha kaufen,
dann gehört er direkt ihnen. Das heißt, sie können direkt reiten, in Kapseln. Also ihr solltet dann schon die Dinos, die ihr verkauft, auch irgendwo hinstellen, wo Leute sie mitnehmen können, weil wenn in einem zu den Raumbau steht und dann kauft jemand den Dino, kommt er nicht raus. Das wäre ein bisschen blöd. Zuletzt können wir natürlich noch sagen, dass während ihr an den Tables dran seid und da Sachen raus und reinlegt, seid ihr komplett geschützt. Also kein anderer Spieler kann an die Tische ran, während ihr auch dran seid. Ihr seid da wirklich vor Creefen so geschützt. Aber das ist jetzt nicht nur bei den Verkaufsständen so, sondern auch bei allen anderen Verkaufsständen, die es halt auch ganz normal im Shop gibt, seid ihr auch immer geschützt. Sobald ein Spieler dran ist, kann kein anderer diesen Tisch benutzen, bis ihr von dem Tisch wieder weg seid. Wichtig zu erwähnen ist noch, dass ihr nur Bargeld loszahlen könnt, wenn ein Bankterminal in der Nähe ist. Wenn kein Bankterminal in der Nähe ist, müsst ihr das Geld vorher abheben und dann damit zum Verkaufsstand gehen. So, allerdings kommen wir zum Währungsumtauschen. Da gibt es verschiedene Arten. Es gibt nämlich den Goldbarren, Titanium, Iridium, Platinium, Thorium und Corium. Das sind so gesehen eine Premium-Währung, die ihr kaufen könnt. Also Goldbarren kosten 6 Topi-Coin, das ist halt 60, dann 300, ja 600, dann haben wir 3000 und 6000 Topi-Coins. Diese könnt ihr nutzen, indem ihr, oder die sind auch für, es gibt im Prinzip zwei Möglichkeiten. Über die Vault haben wir ja im ersten Teil schon besprochen. Ihr könnt über den Shop auf der Homepage Pakete kaufen für echt Geld, um den Server damit zu unterstützen. Alternativ könnt ihr diese Pakete aber auch hier mit diesen ARKs kaufen. Und diese ARKs sind im Endeffekt diese Barren. Also wenn ich jetzt, ihr habt gerade gesehen, ich habe hier nur ein ARK gerade drin, dann gehe ich jetzt hier auf diesen Goldbarren, drücke Verbrauchen und dann seht ihr, ich habe jetzt hier zwei ARKs drin. Und das ist halt im Endeffekt die Alternative, um halt, wenn ihr nicht spenden möchtet, zum Beispiel euch die Pakete zu kaufen oder wenn ihr genug Topi-Coins habt und wisst nicht wohin damit, könnt ihr sie auch dann für Pakete ausgeben. Aber natürlich kann man die auch als Wertanlage nutzen, weil zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, ein Corium ist zwar jetzt nicht das teuerste, aber es ist jetzt 6000 wert. Wenn ihr den kauft und eure Inventar aufhebt und zum Beispiel die Serverpreise irgendwann mal sich verändern sollten, zum Beispiel, dass Corium halt 10.000 wert ist, habt ihr ihn ja für 6.000 gekauft und könntet ihn für 8.000 verkaufen. Also man könnte diese Barren auch als Wertanlage sehen. Man kann dazu erwähnen, dass ein Goldbarren ein Ark ist und dann ein Titaniumbarren 10 Ark sind. Das seht ihr eigentlich ganz leicht, weil ein Goldbarren kostet nur 6 Topi-Coins und ein Titanium kostet 60 Topi-Coins, also im Prinzip das Zehnfache. Und das Ganze geht dann hier weiter. Ihr seht ja, dass es dann am Ende bis zum Hundertfachen hochgeht und ihr das halt so ausrechnen könnt, was das Ganze wert ist. Zu guter Letzt haben wir noch den Stand hier hinten, Potions und Buffs. Da könnt ihr euch halt spezielle Potions und Buffs kaufen. Da gibt es ganz unterschiedliche Sachen, wie Sachen, die es regulär im Spiel auch schon gibt, aber halt auch ein paar neue Sachen. Viele Dinge sind selbsterklärend und hier bei die Bingelbeerensuppe, das ist sowas wie so ein Heiltrank. Aber es gibt auch richtig ausgefallene Sachen. Also wir haben jetzt zum Beispiel die Picker Potion, die werde ich gleich nochmal ganz kurz zeigen. Wir haben aber auch normale Sachen wie zum Beispiel den Energy Drink. Diese hier könnt ihr alle mit den Topi Coins kaufen. Preis seht ihr ja hier dran. In Discord wird es dann auch nochmal eine Auflistung geben, was die ganzen einzelnen Potions können, weil manche dann halt nicht ganz so selbsterklärend sind. Auf jeden Fall, ich zeige euch mal, was die Pick-Up-Potion kann. Und die ist halt mega cool. Das Feature habe ich übelst gefeiert. Wenn ihr hingeht, zum Beispiel an den Biber, und wir haben jetzt hier eine Pick-Up-Potion. So, wir legen jetzt mal, um das Ganze noch besser zu demonstrieren, nochmal kurz 25 Holz mit rüber. Die Pick-Up-Potion. Dann aktivieren wir diese Pick-Up-Potion. Einfach draufdrücken und dann E. Und dann gehen wir hier hin zum Dino, halten E gedrückt und ihr seht, dass hier Pickup aufploppt. Und so, der Biber ist weg. Und der Biber ist nämlich nicht ganz weg, sondern er sitzt bei uns auf der Schulter. Und wir können ihn so gesehen mit rumtragen. Und dann mit Doppel-F können wir ihn im Prinzip wieder von uns runterwerfen. Die Potion verbraucht sich auch nicht, also ihr könnt wieder hingehen, geht auf Inventar. Macht die Potion so gesehen noch wieder aus, nehmt sie da bei euch ins Inventar rüber und ihr seht auch, das Holz ist auch drin geblieben, was im Biber drin war. Und die Potion kann für jeden anderen Dino mitbenutzt werden. Also so könnt ihr Dinos auch von A nach B mitnehmen, um auch das Inventar im Dino drin zu lassen. Also super cool. So, vielen Dank fürs Zuschauen bei den zwei Teilen des Wirtschaftssystems der Fotopia Server. Ich wünsche euch viel Spaß auf den Servern. Ich fand das Projekt sah mega interessant aus, werde auch das Ganze auch weiter verfolgen, unterstützen. Aber wenn ihr mich unterstützen wollt, würde mich freuen, wenn ihr mal weitere Videos von mir anschauen würdet. Ich mache so zu 95% Videos zu ARKs, von Guides, Infos, Events, allem drumherum. Und ja, Leute, dann viel Spaß und hoffentlich sehen wir uns wieder. Bis denne. Tschö.